Am Mittwoch erhielt das Gymnasiale Schulcenter Fritz Reuter in Dömitz einen Bewilligungsbescheid zur Erstellung eines komplexen Konzeptes zur energetischen Gebäudesanierung. Eine Vorplanungsstudie gehört mit dazu. Insgesamt werden jetzt rund 115.000 Euro in das Dömitzer Schulenergievorhaben aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fließen. Ein Präzedenzfall, denn bisher haben die Schulen nur selten die Fördermittel im Bereich Energiesparen bekommen. Also zunächst sind es ja nicht die Schulen, sondern die Landkreise, denen in Anführungszeichen die Schulen gehören. Die müssen das Schulgebäude stellen, die sorgen dafür, dass es warm ist, dass es Strom gibt oder dass die Energie da ist. Und deshalb sind die Landkreise daran interessiert, dass auch aus eigenen Haushaltsgründen, weil es ja einfach teuer ist, möglichst effiziente Gebäude bestehen. Und deshalb können sich natürlich auch verschiedene andere Landkreise an uns wenden. Ausgerechnet in Dömitz zeigte sich bei der Flut im vergangenen Jahr der Klimawandel am stärksten im ganzen Land. Das Umweltbewusstsein ist hier auch bei den Kids angekommen. Eine energetisch sanierte Schule hat deshalb auch eine symbolische Bedeutung.